Am 18. November 2023 fand an der Universität Bozen eine internationale Tagung zum Thema Die Minderheitenschule im fremdsprachigen Umfeld statt. Renommierte Wissenschaftler aus dem In- und Ausland präsentierten international rechtliche Vorgaben und Beispiele für Minderheitenschulen im Ausland und verglichen diese mit der Minderheitenschule in Südtirol. Professor Peter Hilpold von der Universität Innsbruck betonte zu Beginn, dass die Schutzvorkehrungen für Minderheitenschulen international immer ausgeprägter werden. Jedes Modell komme aber unter eigenen Voraussetzungen zur Anwendung. Das Südtiroler Schulmodell gelte als vorbildhaft. Letztlich sei eine hochwertige Schule stets auch eine Ressourcenfrage. In den nachfolgenden Beiträgen ging Professor Emma Lantschner von der Universität Graz auf die einschlägigen Vorgaben der Rahmenkonvention zum Schutz nationaler Minderheiten ein. Professor Stefan Oeter referierte über die Charta der Regional- und Minderheitensprachen. Dabei wurde auf eine umfangreiche Praxis innerhalb des Europarates verwiesen, die zu sehr differenzierten Lösungsansätzen geführt hat. Professor Harald Scheu von der Universität Prag ging auf die Rolle der Eltern bei der Gestaltung der Minderheitenschule ein, die von Kooperation und Konflikt mit der Gesamtgesellschaft geprägt sei. Magister Samir Beharic von der Universität Bamberg zeigte auf, dass in Bosnien-Herzegowina extremer Nationalismus zur Segregation von Schulen zwischen den verschiedenen Nationalitäten geführt habe. Zuvor wurden diese gemeinsam geführt. Rechtsanwalt Dr. Christoph Peratoner von der Universität Bozen behandelte in der Folge den Artikel 19 des Südtiroler Autonomiestatuts. Dr. Oskar Petterlini, ebenfalls von der Universität Bozen, untersuchte die Herausforderung der Migration für die Minderheitenschule. Die Tagung war von einer regen Diskussion der zahlreichen Teilnehmer mit den Vortragenden gekennzeichnet. Überwiegend wurde die Auffassung vertreten, dass Artikel 19 des Autonomiestatuts grundsätzlich beibehalten werden sollte.